hier ist. Heute Abend herzlich willkommen, Jesús Manzano. Jesús, erzählen Sie uns, wie das alles angefangen hat. Irgendwann waren Sie ja auch mal sauber und dann haben auch Sie ein erstes Mal zu unerlaubten Mitteln gegriffen. Es ist doch ganz einfach. Du steigst in eine Profimannschaft ein und dann kommt der Arzt. In deinem ersten Jahr als Profi kriegst du vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten, sonst nicht viel. Und im Jahr danach dann plötzlich sagt er, hör mal zu, du kriegst jetzt ein paar Sachen, um den Motor ein bisschen zu steigern. Und dann gibt es neue Sachen, verschiedene Sachen, immer wieder verschiedene Sachen. Und dann ganz zum Schluss, dann hast du schon tierische Derivate, Hundehämoglobin und so weiter. Und wenn du nicht mitmachst in diesem Kreis, wenn du dieses Jahr nicht richtig fährst, dann bist du im nächsten Jahr vielleicht draußen, da kriegst du keinen neuen Vertrag. Und du bist einfach in diesem Teufelskreis drin. Mit anderen Worten, Sie sahen damals keine andere Möglichkeit, als entweder den Ratschlägen der Ärzte zu folgen und all das mitzumachen oder aber auszusteigen und nicht mehr als Berufsfahrer tätig zu sein. Du kommst dahin und ja, da ging es um Bluttransfusionen und später hat mich der Direktor gerufen, Vicente Bende, und er hat gesagt, entweder machst du das oder du stehst auf der Straße. Ich bestimme hier, nicht du. Und der Arzt bestimmt und ich bestimme. Und was der Arzt sagt, das machst du das nicht, dann bist du draußen. Das hat er mir gesagt. Und da hat er gesagt, du musst wissen, was du machst. Du stehst dann auf der Straße. Wir sind hier wirklich an der Spitze. Das wollen wir bleiben. Alle in der Mannschaft? Haben also alle was genommen? Ja. Ich habe einen Radfahrer kennengelernt, der hatte ein Problem mit seinen Venen, der konnte das nicht verkraften und sonst haben alle das Gleiche genommen, was ich auch hatte. Gab es damals bei Ihnen so etwas wie Unrechtsbewusstsein, weil Doping ja verboten ist, weil es ja unfair ist gegenüber anderen Konkurrenten? Haben Sie Unrechtsbewusstsein gehabt oder haben Sie mit anderen Kollegen, mit denen Sie befreundet waren, darüber diskutiert und geredet? Nein, das wird nicht diskutiert. Man hält den Mund, man spricht natürlich und die Chefs, die Kapitäne der Mannschaften sagen natürlich nichts. Die kriegen das 5-Sterne-Programm, wir kriegen das 3-Sterne-Programm als Wasserträger. Und das ist halt die Herde im Hintergrund, die kriegt das kleine Programm. Die Leute ganz oben sagen dir nichts. José María Jiménez zum Beispiel, der Freund von mir, der war bei Banesto, großer Freund von mir. Und ja, er war im Grunde ein Bruder für mich und dann hat er mir ein paar Sachen erzählt, aber es wird nicht darüber gesprochen. Es ist Tabu, keiner will reden. Haben Sie sich als Fahrer damals eher als Täter empfunden oder als Opfer? Du bist natürlich Opfer. Täter. Du kannst dich nicht als Täter fühlen, denn das tut ja jeder das Gleiche. Und dann hat man eine andere Einstellung. Ich habe in meiner Mannschaft einen kennengelernt, der nicht gedopt hat, sonst alle durch die Bank. Und dann kannst du dich nicht als Opfer fühlen. Entschuldigung, als Täter. Du bist Opfer wie die anderen auch. Alle machen das. Du kannst dann nicht sagen, ich fühle mich jetzt nicht so toll den anderen gegenüber. Die tun ja das Gleiche. So ist es. Schildern Sie die Erfahrung, die Sie gemacht haben mit den verschiedenen Mitteln. Beispielsweise EPO, das wurde immer als Wundermittel geschildert. Wie ist das, mit EPO zu fahren und wie ist es ohne? Ja, mit EPO, das ist ganz einfach. Du kommst hin, der Arzt sagt, okay, du fängst mit dieser Dosis an, dann kriegst du das intravenös gespritzt, dann beginnst du dein Training und dann spürst du plötzlich weniger Müdigkeit, du kannst mehr Kilometer fahren, du kannst größere Trainingseinheiten fahren, 100, 150, 200 Kilometer Training und du bist immer noch nicht müde und dann bist du endlich so weit in Form. Du hältst die Form mit EPO, dann kriegst du auch eine entsprechende Behandlung, damit du das durchstehst, Vuelta de España, Giro, Tour de France. Und dann merkst du, du hast Sauerstoff, du hast Luft, du hast gute Beine.
Und das geht so weiter. Und dann hast du einfach den Rhythmus drauf und dann weißt du, das ist das Programm und je mehr EPO ich nehme, desto bessere Beine habe ich, desto schneller bin ich. Hat EPO auch psychische Folgen? Also fühlt man sich besser, fühlt man sich euphorischer, selbstbewusster, mutiger? Na gut, du hast erstmal Kopfschmerzen, wenn der Hämatokritwert zu hoch ist. Du fühlst dich wohl, natürlich, aber du hast Kopfschmerzen. Du hast Druck. In den Adern hast du großen Druck. Vor allem der Kopfschmerz hier an der Stirn. Das ist ein starker Kopfschmerz, wenn Hämatokritwert bei 56 zum Beispiel ist. Und dann kann dir natürlich eine Thrombose im Gehirn passieren, ein Blutgerinnsel, das ist wasserklar. Und in den Phasen, in denen Sie kein EPO genommen haben, ist der auch der psychische Zustand erheblich schlechter? Du kannst dann plötzlich nicht mehr trainieren. Du kannst nicht mehr jeden Tag 150 Kilometer oder 200 fahren. Die Beine tun dir ganz furchtbar weh. Es ist genau das Gegenteil. Was dir vorher nicht wehgetan hat, tut dir dann erst recht weh. Die Beine tun dir weh. Du bist müde, du bist erschöpft. Wenn du mal 180 Kilometer fährst und dann bist du 3 Tage plötzlich dabei, nur 80 Kilometer zu fahren, um dich zu erholen. Und das ist wirklich ganz anders. Wie viel macht der Unterschied aus? Mit EPO, ohne EPO? Ja, 70-80% Unterschied in der Leistung. Es ist unglaublich. Das ist der Unterschied zwischen einem Auto mit 100 PS und 400 PS, Tag und Nacht. Erinnert mich an den Satz des Mediziners, Gasgriff am Lenker. Ich wollte noch mal auf die psychischen Dinge zu sprechen kommen. Ist es richtig, dass es Fahrer gibt, die ab und zu in der epolosen Zeit auch zu Psychopharmaka gegriffen haben? Die beispielsweise in der Zeit, in der Sie EPO nicht genommen haben, also in einer Phase, in der Sie sich ein bisschen schwerer gefühlt haben, schwerfälliger gefühlt haben, die Prozac genommen haben beispielsweise oder Psychopharmaka genommen haben, um einfach ja, sich besser zu fühlen. Ja, zum Beispiel im Winter. Im Winter kriegst du Glückspillen, das sind Prozac-Pillen, Antidepressivum. Und beim Tour, beim Giro, bei der Vuelta, dann hast du das Problem, du isst nichts. Du hast dann mit diesen Antidepressiva keinen Hunger, dann musst du fahren und dann verlierst du mehr Gewicht und dann bist du empfindlicher und dann ist das auch eine Art Gewicht zu verlieren dadurch. Und dann plötzlich reagiert auch der Kopf. Egal welches Problem du hast, du merkst es einfach nicht, dass du ein Problem hast. Das ist die eine Droge. Und das ist eine Sucht, die dann entsteht. Dann ist es immer mehr und mehr geworden bei Ihnen. Auf dem Höhepunkt Ihrer, ich sag mal, Dopingschluckerei, wie viele Medikamente und Mittel haben Sie gleichzeitig genommen? Ja, Cortison, HMG, weibliche Hormone, Wachstumshormone, Testosteron, EPO. Ja, wie heißt das nochmal? Dann eben Testosteron intravenös, dann so andere Pillen, ebenfalls Testosteron, das schluckst du, dann gibt es das als Zäpfchen, ja mein Gott. Dann gibt es diese Pflaster. Festgelegt? Der Arzt untersucht dich und dann sagt er, du kannst das aushalten, dann kriegst du hier eine Ampulle, 5 verschiedene Einheiten, du kriegst eine jetzt sofort gesetzt, die anderen werden eingefroren und dann hat er natürlich gewisse Richtlinien. Und der Plan, den Sie da haben, das ist so ein Medikationsplan? Das hast du hier jeden Tag, hier zum Beispiel, 2. Tag EPO, dann am nächsten, dann hast du hier Lemoforil, 2 Stunden vor EPO, dann hast du hier Testosteron, da hast du das andere, noch mehr Testosteron, Cortison hast du hier, dann hast du hier HMG, eine Ampulle in 5 Teilen gespritzt, dann gibt es Insulin noch dazu, EPO und so weiter. Und wer bezahlt das alles? Wer besorgt das und wer bezahlt das? Also der Arzt besorgt sich das und das zahlt die Mannschaft. Die Mannschaft Kelme hat etwa 60 Millionen Peseten, ja das sind vielleicht 350.000 Euro dafür ausgegeben, allein für Medikamente. Pro Jahr. Por año.
Ja, im Jahr. Hat es irgendwann mal Phasen gegeben, wo Sie Angst bekommen haben, dass eines Tages Sie an Spätfolgeschäden leiden könnten, dass Ihr Körper das nicht verkraftet? Ja, natürlich. Im 2003 von Morsi nach Avoriaz, da hatte ich Hundehämoglobin im Blut. Hundehämoglobin, und die haben überdosiert. Das ist ein Derivat von Hundegewebe. Und irgendwann auf der ersten Anhöhe schon bei dieser Etappe 2003 bei Morsin bin ich vom Rad gefallen. Ich habe nichts mehr gesehen, weder links noch rechts. Und dann kam der Manager der Mannschaft, der hat mich ins Krankenhaus gebracht. Der hat nicht erlaubt, dass mir Blut abgenommen wurde. Ihr Freund José María Jiménez ist gestorben. Das war auch 2003. Er ist gestorben. Das ist ganz einfach. Ich meine, du wirst süchtig, und wenn du die Sucht erstmal drin hast, dann gehst du auf andere Sachen, dann nimmst du Drogen und dann verlierst du dein Leben. Ganz einfach. Die Leute steigen auf Koks um. Und wird da nicht irgendwann mal unter Kollegen geredet, ob man nicht irgendwann mal aufhören muss, den ganzen Wahnsinn zu machen, oder wird das überhaupt nicht problematisiert unter? Es passiert Folgendes: Du verdienst Geld. Du verdienst viel Geld als Radfahrer und du hältst dann die Klappe, denn Arbeit als Mechaniker, als Maurer oder sonst was bringt dir nicht so viel Geld. Du wirst nicht 100, 200, 260.000 Euro im Jahr verdienen als Maurer. Ja, dann schweigen die Leute, die schweigen und schweigen und versuchen, das durchzustehen. Du musst dir mal vorstellen, ein Radfahrer, bis er schließlich Profi ist, muss arbeiten und arbeiten. Und dann kann man nicht einfach sagen, gut, ich habe jetzt ein Problem, ich höre damit auf. Und 5, 6 Jahre sagt man sich, mache ich das nur, dann höre ich auf. Der neueste Fall Floyd Landis, ein Testosteronfall. Er hat ganz offensichtlich zu viel Testosteron im Körper gehabt. Können Sie sich das erklären? Es kann sein, dass er vielleicht ein zu starkes Testosteronpflaster hatte. Der Körper wird ja dünner. Wenn man fährt bei der Tour, verliert man Gewicht, dann reagiert der Körper anders, absorbiert mehr und schneller. Und es kann sein, dass aus dem Pflaster zu viel rüberkam. Dieses Pflaster muss ja 2 Stunden auf dem Körper kleben. Und es kann sein, dass er vergessen hat, das abzumachen. Der Körper hat vielleicht mehr davon resorbiert. Und dann ist vielleicht dieses Problem entstanden. Denn sonst gibt es keine Erklärung. Ich meine, bei der Tour gibt es Kontrollen und die Kontrollen sind strikt. Und wenn du am Anfang positiv getestet wirst auf Testosteron, dann fährst du nicht mit. Aber er ist mitgefahren, die Untersuchung hat da durchgestanden und plötzlich ist Testosteron da. Denn meistens verringert sich ja das Niveau des Testosterons und dann hast du plötzlich noch andere Sachen, die Testosteron noch reaktivieren können oder einfach zu viel. Sicherlich ein Unfall von ihm oder vom Arzt. Thema Blutdoping. EPO ist abgelöst worden. Blutdoping ist wieder schwer im Kommen, weil es einfach schwerer auch oder schwieriger nachzuweisen ist. Nun nimmt man nicht nur sein eigenes Blut ab, sondern wie man hört, zunehmend auch das von Verwandten, die die gleiche Blutgruppe haben, weil man die natürlich dann mit EPO spritzen kann. Die werden nicht getestet im Training. Hat man Sie auch gefragt, ob Sie einen Verwandten haben oder eine Verwandte, die für Sie das Blut aufbereitet? Ja, natürlich. Das ist mir vorgeschlagen worden. Auch mein Vater wurde gefragt. Man hat gesagt, man kann das mit meinem Vater machen. Wir haben ja schließlich die gleiche Blutgruppe. Dass er dann EPO bekommt, sein Blut wird abgenommen und mir dann infundiert. Und dass plötzlich mein Vater auch mit drin gefangen ist in diesem Kreis. Du kannst eine Etappe gewinnen, dann musst du sagen, ja, mein Vater hat die eigentlich gewonnen, nicht ich. Man hat mir das tatsächlich auch angeboten. Aber ist das nicht unglaublich? Ist es nicht sehr gefährlich in der EPO-Zeit, in der Zeit, in der man EPO spritzt? Man hört von angstvollen Nächten, weil es ja nun nicht wenige Radfahrer gegeben hat, die auch an diesem sogenannten Sekundentod gestorben sind. Das heißt, die in der Nacht elendlich krepiert sind. Ja, das Problem ist ja folgendes. Die Laboratorien arbeiten ja und forschen. Du hast Ärzte.
Das sind ja beinahe Tierärzte. Die entwickeln irgendwas, dann sagen sie, nimm deinen Vater, nimm deinen Onkel noch dazu und dann können wir noch besser bescheißen. Und diese Welt des Radfahrens und die Leichtathletik, das ist einfach nur... Alle Welt fragt sich natürlich, es gibt Trainingskontrollen, es gibt Wettkampfkontrollen. Wie haben Sie die umgangen? Los controles. Bueno, pues... Darf ich die Frage noch mal hören? Wir fragen uns ja alle, jetzt gibt es so viele Kontrollen, nicht nur bei der Tour, nicht nur beim Giro, sondern auch Trainingskontrollen, unangemeldete Trainingskontrollen. Wie kann man sich dopen und dennoch die Kontrollen umgehen? Da gibt es so Reiskörner. Wenn du zum Beispiel zur Kontrolle musst, da hast du irgendwas gewonnen und also dann nimmst du einen Reiskorn, schiebst dir den rein in den Harnleiter des Penis und wenn du dann urinierst, dann lösen sich diese kleinen Reiskörner auf und dann ist dieser Urin nicht mehr tauglich. Und wir haben genannt, das sind die heiligen Pülver in der Mutter Celestina. Ja. Das hast du natürlich auch zu Hause. Eine hübsche Umschreibung. Und das ist das Praktische, dass wir es alle zu Hause haben, falls man in die Situation mal kommt. Das Labor in Madrid, was aufgeflogen ist, das war das Labor, was auch Sie betreut hat. Es sind 200 Proben dort gefunden worden und 200 Klienten. Aber nur 56 kamen aus dem Radsport. Wissen Sie, aus welchen anderen Kreisen, Sportarten die anderen kamen, die anderen Kunden? Ja, die anderen, nun gut, man hat gesagt, das sind Leichtathleten und Fußballspieler. Gut, Spanisch, meine 200 Spanische Typen. Oder auch internationale? International. Auch ja, auch internationale. Auch Deutsche? Der eine oder andere aus Deutschland. Was schätzen Sie, wie viele andere Labors es gibt? Jetzt ist eins aufgeflogen. Wie viele gibt es allein in Spanien? Also Blutlabore weiß ich nicht, aber Labore, die mit EPO arbeiten, naja, in Valencia 2, im Baskenland 1, Valladolid 1, in Italien haben wir mehrere Labors und einer der Kumpel von Fabiano ist gerade dieser Italiener, dieser Cecchini. Als Sie sich entschlossen haben, reinen Tisch zu machen, Sie sind bedroht worden, was war Ihr erstes Gefühl, als Sie ausgepackt haben? Natürlich, plötzlich hast du Angst. Du bist in einem Hotel in Madrid und dann ruft dich einer an und sagt, wenn du weiterhin redest, legen wir dich um. Und da gab es eine Anekdote, ich war im Hotel, da erscheint hinter mir ein Farbiger, ein Großer, guckt mich an und ich habe Angst gekriegt und plötzlich war das nur ein Basketballspieler. Aber ich habe schon Angst um mein Leben gehabt. Wäre es nicht eine gute Idee gewesen, wenn Floyd Landis jetzt diese positive Testosteronprobe zum Anlass genommen hätte, reinen Tisch zu machen? Hätte er nicht der Szene sehr nützen können, statt zu sagen, da muss was anderes gewesen sein, alles natürlich? Er wird nicht sprechen. Er hat ja einen Rechtsanwalt sich genommen, der schon 600.000 Euro kostet. Er wird nicht reden. Warum wird er nicht reden? Denn dieser Landis hat mehr verdient als 600.000. Ja, das ist das Gesetz des Schweigens. Ob ein Tsunami kommt, egal was passiert, die werden alle schweigen. Letzte Frage, da wir auch unsere Zuschauer fragen, wie glaubhaft der Radsport ist. Was sagen Sie, kann man unter die ersten 10 der Tour kommen ohne unerlaubte Mittel? Unter den ersten 10 nicht und unter den ersten 50 und unter den ersten 100 auch nicht. Kann man die Tour überhaupt ohne fahren? Unmöglich. Das heißt, Sie rechnen damit, dass jeder, der dort angekommen ist von den 139 und von den 176, die da gestartet sind, dass jeder was macht. Unerlaubtes. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass jeder gedopt war. Das ist nicht sehr tröstlich. Wir danken aber dennoch für diese offenen Worte, denn ich finde, es ist sehr mutig, sich hinzustellen und zu sagen, wie es ist, auch wenn es relativ grauenhaft ist, was wir da erfahren haben. Herzlichen Dank, Jesus Manzano.